oh, oh mein Gott. Es ist das, was ich glaube. Es ist die Chance. Es ist die Chance nach langer Zeit. Endlich. Nach all der Zeit kann ich ein Video aufnehmen. Mein Handy hat einen Riss. Guten Tag. Moment, du hast jetzt monatelang kein Video gemacht. Vielleicht sogar ein Jahr. Du solltest dich besser genüsslicher umziehen. Jetzt bin ich bereit. Moment. Wir leben im Zeitalter von Corona. Besser. Und man weiß, eine Gesichtsmaske ist gut, wenn sie so runterhängt und wenn sie das Logo von der Stadt Weißenfels drauf hat. Denn wie wir alle wissen, Weißenfels hält gesund. Und es liegt bestimmt nicht daran, dass ich gerade, wenn ich diese Maske aufhabe, mehr Krankheiten bekomme, als wenn ich sie nicht aufhabe. Wisst ihr, ich war auf einer nicht ahnenden Reise und hat mir diesen Amiibo gekauft, habe die wunderschöne Natur in Sachsen-Anhalt genossen. Hey, hey ihr Süßen! Eine Expert-Tüte! Ist ein Amiibo drin! Und hatte keine Ahnung, was mich dann erwartete. Ein Trailer, wie aus dem Nichts. Paper Mario, The Origami King. I can very good speak English. Ich habe seit Monaten darauf gewartet, ein neues Paper Mario zu spielen. Seit Jahren. Seit Color Splash. Paper Mario ist eine der kontroversesten Spielereien, die Nintendo jemals gemacht hat. Zumindest nicht unbedingt kontrovers, eher aktuell vorsichtig zu genießen. Die Community von Paper Mario hat sich inzwischen in zwei Teile aufgeteilt. Die, oh, die alten Spiele sind die besten. Und die, ah, die neuen Spiele sind am besten. Und dann gibt es immer noch die, wie mich, die beide gut finden. Jetzt würden viele sagen, aber John, warum magst du die neuen Paper Mario Spiele? Sie sind so schrecklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beide gespielt. Color Splash und Sticker Star. Color Splash war eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und Sticker Star ist nicht der Rede wert. Nee, aber jetzt mal ohne Mist. Ja, Sticker Star und Color Splash haben ihre Schwächen, gerade was Charaktere angeht und alles mögliche. Aber mein Gott, es fühlt sich so gut an, Color Splash zu spielen. Die Grafik von dem Spiel sieht so schön aus. Dieses Prinzip, dieses Konzept mit diesen Farben, dass, wenn man Gegner angreift, die Farbe immer mehr runtergeht, dass Gegner ausgesaugt werden, dass andere Charakter ausgesaugt werden von ihrer Farbe, die Farbsterne, das ist irgendwie alles so, ich weiß nicht, ich liebe dieses Konzept. Ja, vielleicht ist vom Gameplay her Paper Mario 1 und 2 angenehmer, aber ich finde das Gameplay in Color Splash echt nicht schlimm. Ich finde es eigentlich genauso gut wie auch das in den ersten Paper Mario Spielen. Es fühlt sich für mich auch, und ja, das meine ich ernst, mehr wie ein Paper Mario an als die ersten. Die ersten fühlen sich für mich mehr an wie Mario und Luigi und Color Splash und Sticker Star haben für mich mehr so ein Paper Mario Gefühl, weil es was Eigenes ist, etwas, was sich von Spiel zu Spiel immer wieder ändert. Das Gameplay kann gerne so im nächsten Spiel bleiben, echt jetzt. Ich finde das richtig cool, auch mit den Karten einfärben, alles mögliche. Es hat richtig Spaß gemacht. Color Splash ist für mich einfach eines meiner absoluten Lieblingsspiele und oh mein Gott, wie ich es liebe. Auf jeden Fall war meine Freude also sehr groß, als der Trailer rauskam. Ein neues Paper Mario. Was können sie nun tun? Und ich glaube, wir werden die Zeit nutzen, damit ich einfach erstmal ein erstes Gefühl von dem Spiel bekomme, indem ich mir den Trailer anschaue. Denn wie wir alle wissen, ein gutes erstes Gefühl von einem Spiel bekommt man, wenn man einen echt extra zurechtgeschnittenen, auf Fehlern nachgeschauten Trailer ansieht. Film ab. Guten Tag und willkommen zu Let's React Paper Mario, The Origami King. Und können wir uns das einfach bitte anschauen? Ja, 3, 2, 1, los. Oh mein Gott, das sieht jetzt schon wunderschön aus. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Wiedergeburt, das ist immer cool. Das haben mir die Leute aus dem weiten Osten gesagt. Das sieht so cool aus. Oh mein Gott, das ist so cool.
Alter, es ist so legendär. Oh mein Gott! Oku, oh mein Gott! Yes! Riesenhand-Hans! Oh mein Gott, das ist... Was? Was war das? Yo! Das war Mega-Voltriant! Oh! Juli 2017! Es ist 3 Wochen! Und das war der Moment, als Johnny realisierte, dass er nach dem Mai nicht den Juli, sondern den Juni bekommt. Nee, warte, shit. Das ist ein paar Monaten. Yo! Was geht denn im Mülleimer da hinten ab? Oh mein Gott, es sah so cool aus. Falls man es von den einzigen Sprachaufnahmen, die ich während der Reaktion gemacht habe, nicht schon herausgehört hat. Scheiße, es war gut. Und ja, ich freue mich wirklich. Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, nach langer Zeit wieder ein Paper Mario zu sehen. Und ja, vielleicht wird es ein paar Fans nicht unbedingt glücklich machen, wenn es wieder das Konzept von Color Splash und Stickerstar zurückholt, aber ich möchte es tatsächlich wieder haben. Das ist einfach so ein wunderschönes Gefühl, wenn man Paper Mario wirklich als was Eigenes hat und nicht als so ein... Oh, hier ist Mario und Luigi. Oh, und hier ist Mario, Papa Mario. Es ist einfach wirklich kein gutes Gefühl gewesen, wenn man immer das und das und Mann, das war der Unterschied, weil es eine andere Grafik hatte. Es war ziemlich crappy, wenn ich das jetzt genau überlege. Ich habe gehört, dass die Entwickler von Mario und Luigi jetzt bankrott sind oder so. Was das für die Mario und Luigi-Reihe heißt, weiß ich nicht. Ob das jetzt irgendwie deswegen aufhört oder so. Also wenn es dass jetzt kein neues Mario und Luigi-Spiel kommt, das kann ich schlecht sagen. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, dann habe ich natürlich auch kein Problem, wenn die jetzt das Kampfsystem wieder in Paper Mario mit einbauen. An sich hätte ich auch kein Problem, wenn die das Kampfsystem wieder in Paper Mario einbauen, aber ich fände es persönlich eigentlich charmanter, wenn sie das alte, also das aus Color Splash, das alte, was laber ich für Bullshit, wenn sie dieses zurückholen würden. Es war einfach irgendwie ein cooleres Gefühl. Man kann es anders gestalten, dass man jetzt nicht wie bei der Wii U immer das Gamepad mitbenutzen musste. Ja, das war irgendwo vielleicht nervig. Die Switch, sag ich jetzt mal so wie es ist, hat diese Möglichkeit sowieso nicht. Da wird man wahrscheinlich irgendeine Spielerei mit den Joy-Cons machen. Aber ich glaube daran, dass sie dieses Konzept, was sie in Color Splash und Stickerstar angefangen haben, irgendwie mit dem aus den ersten 3 Spielen verbinden können. Ja, vielleicht sogar aus Super Paper Mario irgendwas mit reinmachen, mit den Jump'n'Run-Passagen. Man kann da irgendwie was draus machen, man kann alles irgendwie fusionieren und daraus ein echt gutes, perfektes, für jeden ansprechendes Paper Mario machen. Ich glaube wirklich sehr dran. Was sind meine Erwartungen? Ich weiß es nicht. Man kann viele coole Dinge mit dem Origami-Feature machen. Vielleicht, dass immer, wenn Mario auf den Gegner springt oder ihn Schaden macht, wie in Color Splash dann halt Farbe abgezogen wurde, dass dann in dem Origami-Spiel das sich immer mehr entfaltet vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist alles eine sehr interessante Sache. Vielleicht könnte man auch irgendwie die Items, die man benutzt, die hat man ja in Color Splash mit diesen Karten, die man eingefärbt hat, gemacht. Vielleicht kann man die hier dann so zusammenfalten durch irgendwas, keine Ahnung, dass sie dann durch Origami zusammengefalten werden. Mir gefällt der Gedanke irgendwie. Ich erwarte auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel und ich hoffe wirklich sehr, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel wird. Warum habe ich einen Joy-Con in der Hand? Der ist morgen kaputt. Ja, das war's auch mit dem Video. Das ist jetzt kein extra langes Video, in dem ich jetzt über die ganze Paper Mario Reihe rede. Es sollte jetzt einfach nur so ein kurzes, spontanes Video werden. Gott, ich muss zum fucking Friseur. Früher oder später. Ja, das war mal wieder ein Lebenszeichen nach, keine Ahnung, einem Jahr. Wann habe ich das letzte Video gemacht? Gibt es irgendwas, was ich noch sagen könnte? Ja, ich wünsche euch auch nachträglich frohe Weihnachten, frohes neues Jahr 2020 von Spitze, ich glaube dran. Frohe Ostern nachträglich, irgendjemand hatte Geburtstag gehabt, also auch noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag und ich gehe einfach, es bringt nichts. Bis 2022.